Vertriebler sollten nicht nur reden, sondern vor allem zuhören. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, den Zuhörer unter den Vertriebstrainern hier bei mir im Studio zu begrüßen. Stefan Heinrich, herzlich willkommen. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Vertrieb und in der Geschäftsführung in internationalen und nationalen Unternehmen. Er hat die Methode des Vision Sellings entwickelt, eine wirkungsvolle Methode, um mit den Top-Entscheidern erfolgreich und auf Augenhöhe zu verhandeln. Und er ist einer von nur 12 deutschsprachigen Certified Speaking Professionals der US-amerikanischen National Speakers Association und ganz wichtig, wurde 2013 mit dem Internationalen Deutschen Trainerpreis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Dankeschön. Also Stefan Heinrich ist jemand, der weiß, wovon er redet. Und wir haben auch jetzt ein ganz spannendes Thema, und zwar Intuition bei Kaufentscheidungen. Und wir sprechen darüber, welche Rolle Compliance im Einkauf und im Vertrieb spielen sollte. Und ich würde sagen, an Beispielen lassen sich die Dinge am leichtesten verdeutlichen. Und wir starten direkt mal ins Erste rein, würde ich sagen. Und da sehen auch die Zuschauer, sehen hier nebendran eine Folie dazu, wenn Sie einfach mal erklären würden, worum es da eigentlich geht. Ja, mache ich gerne. Wir leben in einer interessanten Zeit, wo Compliance, also dieser Drang, alles unter feste Regeln zu stellen und möglichst persönliche Beziehungen und die Gefahr von, ich sag mal, Nebengeschäften oder Bestechlichkeiten auszuschalten. Und gleichzeitig erleben wir, dass die Forschung, die sich mit Sozialpsychologie beschäftigt, vor allem in dem Zusammenhang, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Menschen Entscheidungen treffen, in eine völlig andere Richtung geht. Und ich habe ein paar Beispiele vorbereitet, um das für die Zuschauer mal zu erläutern und zu erklären, an welchen Stolpersteinen wir da scheitern werden, wenn wir auf Compliance in zu hohem Maße setzen. Ich würde sagen, wir schauen uns direkt das erste Beispiel mal an, wenn du uns mal erklärst, was wir sehen. Ja, also es geht um eine Übung, ein Beispiel, das in der Forschung auch veröffentlicht wurde. Eine ganz einfache Situation. Ich gebe Ihnen 50 Euro in bar. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Sie dürfen sicher die 20 Euro von den 50 sicher behalten. Okay. Möglichkeit 2, zocken. Da besteht eine 40% Chance, dass die kompletten 50 Euro für Sie sind. Aber leider auch eine 60% Chance, dass alles weg ist. Die versierten Mathematiker werden sofort erkennen, rein mathematisch sind diese beiden Optionen gleich. Also die erste Variante, Sicherheit, ist mathematisch gesehen nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit identisch mit der anderen. Die meisten Menschen entscheiden sich bei dieser Variante eher für A. Also wenn ich sage, die meisten, meine ich ungefähr 70%. Okay. Weil sie doch lieber die 20 Euro sicher hätten. Mhm. Und was ich meine, wir können mit Rationalität möglicherweise keine guten Entscheidungen treffen, wird deutlich, wenn man mal die nächste Folie zeigt. Wir schauen uns gleich die nächste an. Das ist im Grunde das gleiche Beispiel, nur mit einer etwas veränderten Konstellation. Schauen wir es uns mal an. Ja, jetzt ist es wieder so, dass Variante A ist die sichere Variante, aber diesmal sicherer Verlust. Okay. Obwohl mathematisch ist es das Gleiche, 30 Euro zu verlieren oder 20 Euro zu behalten, ich denke, das kann jeder nachrechnen, ist das Gleiche. Und trotzdem, alleine nur wegen der Formulierung, ist jetzt in der Praxis gemessen die Variante B die bei weitem bevorzugte Variante. Das heißt, wir entscheiden uns unter Verlustangst irrational. Um den sicheren Verlust abzuwenden, gehen wir lieber ins Zocken. Wir würden aber, wenn die Formulierung ein wenig anders gestellt ist, doch lieber gewinnen. Und da sieht man ganz deutlich, dass man auf der Basis von Rationalität zwar theoretisch zu einer guten Entscheidung kommt, in der Praxis gelingt es aber nicht. Jetzt geht es ja bei diesem Beispiel, das ist ein Beispiel aus dem privaten Bereich, genau, sozusagen, geht es ja um kleine Beträge. Wir sprechen hier von 30, 50 Euro. Ja. Lässt sich das denn so leicht auch auf die großen Summen, in die es ja oft in Unternehmen auch geht, lässt sich das dann so leicht übertragen? Also dieses Beispiel wurde in einer ähnlichen Variante auch beispielsweise an Mediziner gestellt. Mediziner der weltweiten Gesundheitsorganisation. Also man könnte sagen, studierte Menschen, die ihr Thema beherrschen, die wissen, von was sie reden. Denen wurde hier nicht ein Glücksspiel angeboten, sondern eine Seuchenstrategie. Mit dem gleichen Prinzip. Sicher werden einige überleben oder zocken. Da entscheiden sich alle für die Sicherheit. Sicher einige werden sterben oder zocken. Jetzt entscheiden sich plötzlich alle fürs Zocken. Obwohl hier Menschen sind, die wirklich gelernt haben, unter rationalen Bedingungen zu arbeiten. Und jemand, der für die WHO arbeitet, ist sicherlich auch jemand, der, ich sag mal, ein bisschen Hirn mitbringt und nicht irgendjemand, der von der Straße aufgelesen wurde. Also wir können heute sagen, es ist Tatsache, dass wir schlechte Entscheidungen treffen,
auf der Basis von Formulierungen, wenn irgendwie Verlustangst eine Rolle spielt. Okay, ich sehe schon, also da spielen mehrere Dinge mit. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal das zweite Beispiel noch an. Sehr gerne. Vielleicht werden dann auch einige Dinge noch klarer. Ist auch ein Beispiel, das eigentlich aus dem Alltag gegriffen ist, wenn Sie auch da mal erklären würden, worum es geht. Sehr gerne. Also hier geht es um die Frage, bei welcher Komplexitätsstufe ist welche Art von Entscheidungsfindung gut? Und wir sehen hier eine ganz einfache Aufgabenstellung, 4 Gebrauchtwagen und 4 Merkmale werden gezeigt. Sagen wir mal Farbe, Kilometerleistung, Marke und was nehmen wir noch? Vielleicht noch die Türen. Die Anzahl der Türen, ja. Und die eine Gruppe, die eher rational eingestimmt wurde, im Sinne von nehmt euch viel Zeit, überlegt euch genau, was ihr tut, findet zu knapp über 50% den richtigen Wagen. Denn einer von diesen 4 Wagen ist objektiv der beste, in Anführungsstrichen. Die andere Gruppe, die eher emotional eingestimmt wird, spontan urteilen soll, aus dem Bauch heraus, schneidet etwas schlechter ab. Okay. Das ist jetzt erstmal vermutlich nicht besonders verwunderlich. Nee, bisher noch nicht, ja. Nein. Dann, wenn wir jetzt mal diese nächste Folie nochmal anschauen, dann wird sofort klar, was ich mit diesen beiden Vergleichen ausdrücken will. Jetzt ändert sich nämlich nur eine Kleinigkeit. Statt 4 Merkmalen sind es 12. Also es ist einfach nur eine andere Anzahl an Merkmalen. Ja, also jetzt ist die Farbe des Innenraums, noch viele andere Dinge werden mit angegeben. Und es sind immer noch die gleichen 4 Gebrauchtwagen. Es hat sich sonst nichts geändert. Und entscheidend ist, jetzt ändert sich das Auswahlverhalten völlig. Also die Gruppe 1, die rational entscheidet, kommt jetzt nur noch zufällig zum richtigen Ergebnis. Jetzt muss ich einmal nachfragen, weil es geht ja um die richtige Entscheidung. Und die richtige Entscheidung, wer entscheidet denn, was richtig ist? Geht es darum, um die persönliche Zufriedenheit? Ist das der Punkt? Bedeutet das richtig? Also in diesem speziellen Fall war es tatsächlich so, dass einer von diesen 4 Gebrauchtwagen deutlich besser und wertvoller war. Sodass die Aufgabenstellung wirklich war, findet den wertvollsten Gebrauchtwagen. Ich übertrage das jetzt mal, wir sind hier auf der CeBIT, auf Investitionsentscheidungen, eine neue Unternehmenssoftware. Die Fragestellung, gehen wir mit der Lösung A, B oder C? Die meisten Unternehmen werden hier eher rationale Entscheidungsverfahren ansetzen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Merkmalen, mit denen man die beiden Varianten oder 3 oder 4 Varianten unterscheiden könnte. Und es gibt fast immer den Ansatz, es rational zu entscheiden. Und diese Forschungsergebnisse zeigen uns, wenn wir versuchen, mit schierer Rationalität, also vielleicht sogar mit einem Prozess, der compliant ist, den richtigen Anbieter versuchen herauszufinden, werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit bei einer schlechten Entscheidung landen. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei dem Beispiel, weil was ich hier ganz entscheidend finde, ist ja der Zeitfaktor. Sie haben gerade gesagt, dass die eine Gruppe hatte ein bisschen mehr Zeit, auch wirklich alle Faktoren zu betrachten und die Entscheidung zu treffen. Und die anderen waren so ein bisschen, wir entscheiden das aus dem Bauch raus. Jetzt ist es bei mir persönlich so, manchmal brauche ich sehr lange, Entscheidungen zu treffen. Und manchmal geht es sehr schnell. Bin ich jetzt Gruppe 1 oder bin ich Gruppe 2? Oder ist das gar nicht so eine wirkliche Kategorisierung, sondern hängt auch ein bisschen von der Situation ab? Also man kann nicht sagen, bin ich das oder bin ich das, sondern man kann eher sagen, wie habe ich das entschieden? Und es gibt Dinge, vielleicht da sind wir uns nicht sicher, da sind wir noch nicht fertig, eine Entscheidung zu treffen, dann dauert es vielleicht manchmal länger. Aber hier geht es tatsächlich um die Frage, wähle aus verschiedenen möglichen Optionen. Und das ist sehr vergleichbar mit einer Praxissituation im Geschäftsleben, wo ein Unternehmen sich entscheiden muss, arbeiten wir mit Variante A, B oder C. Und dieses Forschungsergebnis zeigt uns, dass der Glaube an die rationale Entscheidung falsch ist. Ein wichtiger Punkt, finde ich, ist ja auch wir haben gerade schon gesagt, bei den Beispielen war die Anzahl der Kriterien unterschiedlich. Einmal hatten wir 4 und einmal hatten wir 12. Genau. Das finde ich sehr interessant. Ist es vielleicht auch so, dass wenn die Anzahl der Kriterien größer ist, also eine Anzahl von 12, was schon einige sind, dass man die einfach gar nicht mehr alle beachten kann und einfach sagt, so, das ist mir alles zu viel, ich höre auf meinen Bauch. Ist das so? Also stark vereinfacht wiedergegeben. Das menschliche Gehirn ist eher darauf ausgerichtet, Situationen einzuschätzen und auf die Schnelle ad hoc zu entscheiden, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch. Das haben wir einfach im Jahr Millionen von Entwicklungsschritten als wirkliche Denkleistung erbracht. Der rationale Effekt, den wir uns jetzt antrainiert haben in nur wenigen tausend Jahren, der spielt im Vergleich dazu eine untergeordnete Rolle. Und man sieht, dass
irgendwo zwischen 4 und 12, Forscher gehen davon aus, es ist so bei 7 Kriterien, verlieren wir so sehr den Überblick, dass wir bei einer Vielzahl von Kriterien rational nicht mehr entscheiden können, auch nicht mit irgendwelchen Hilfswertmethoden. Vielleicht können wir noch mal ins letzte Beispiel gehen, da möchte ich darauf noch mal eingehen. Das und ist ein ganz leckeres Beispiel, liebe Zuschauer. Es geht um Marmelade. Ja. Bitte. Und das Verrückte daran ist, es geht um die Frage, was ist die beste Marmelade? Und eine Gruppe hat man gebeten, probiert und was euch am besten schmeckt, ist es. Und die andere Gruppe hat man mit einem großen Bogen, mit Auswahlbogen, mit Fragestellungen, Körnigkeit, Süße am Anfang, Süße am Ende, Geschmack zu Beginn, Geschmack im Abgang, Farbe. Die mussten also zu verschiedenen Kriterien eine Entscheidung treffen und anhand von diesen Kriterien dann den Besten herausfinden. Was die beiden Gruppen nicht wussten, der Test begann erst nach dem Finden der besten Marmelade, weil die Leute die beste Marmelade aus ihrer Sicht mitnehmen durften. Und sie wurden 14 Tage später gefragt, wie zufrieden sind sie denn mit ihrer Auswahl? Und diejenigen, die sich intuitiv entschieden hatten, waren wesentlich zufriedener als diejenigen, die einen rationalen Entscheidungsprozess durchlaufen haben. Also das heißt, das ist nochmal vielleicht ein Beweis dafür, dass die Qualität von Entscheidungen dadurch steigt, wenn wir uns, Sie haben jetzt gesagt, auf den Bauch, ich sage jetzt mal auf die Intuition verlassen und den wesentlich leistungsfähigen Teil unseres Gehirns Entscheidungen fällen lassen und eben nicht die reine Rationalität. Also würden Sie sagen, es gibt auch gibt es einen Unterschied zwischen der richtigen Entscheidung und zwischen der Entscheidung, die zufrieden macht? Ich denke, das hängt zusammen. Ja? Was hilft es denn einem Unternehmen, wenn Sie die richtige, Anführungsstrichen, Entscheidung getroffen haben anhand von einem Auswahlverfahren und dann feststellen, dass diese Auswahl dann doch nicht das erfüllt, was man sich davon versprochen hat. Ich denke, dass Compliance und die Absicherung von Entscheidungen zwar dazu führt, dass man nachher mit einer größeren Sicherheit sagen kann, ich war schon mal nicht schuld, aber ich denke, dass es gleichzeitig im höheren Maße dazu führen wird, dass Unternehmen folgenschwere Fehlentscheidungen treffen werden. Jetzt ist es ja auch so, dass gerade in Unternehmen Entscheidungen oft nicht von einer einzelnen Person getroffen werden, sondern dass da auch im Team entschieden wird. Wie kann man das Ganze denn jetzt auf so eine Teamsituation übertragen, wo man dann sagt, man möchte natürlich auch, dass im Team dann alle äußerst zufrieden sind mit der richtigen Entscheidung am besten noch? Das ist eine sehr kritische Frage, weil meiner Ansicht nach besteht in vielen Fällen nicht die Möglichkeit für das Team zu antizipieren, ob sie damit zufrieden sein werden. Letztlich muss es ein Entscheider tun. Ich habe da ein relativ doofes Beispiel, aber das bringe ich jetzt einfach mal auf den Tisch. Wenn Sie eine Gruppe von Menschen haben, die heute mit dem Mofa ihren Schutt zum Schuttplatz bringen und das über Jahre trainiert haben, Mofa, Anhänger, fahren. Ne? Wenn Sie denen jetzt sagen, wir haben eine neue Idee hier im Management, wir benutzen jetzt einen Kipplaster. Und Sie überlassen dann diesem Team, das 15 oder 20 Jahre lang Mofa gefahren ist, die Entscheidung, ob der Kipplaster tauglich ist. Dann wird dabei wahrscheinlich rauskommen, dass sie sagen, wie, da ist kein Lenkrad drin? Da ist ein Lenkrad drin, keine Stange? Wir müssen es umbauen. Und wie, mit der Hand schalten? Nee, das machen wir mit dem Fuß. Und wie, kuppeln mit dem Fuß? Das klappt auch nicht, das machen wir mit der linken Hand. Also das heißt, die werden versuchen, ihre bisherigen Erfahrungen zu übertragen auf eine neue Situation. Also jedes Unternehmen, jeder Entscheider, jeder Unternehmer, der die Idee hat, seine Mitarbeiter zu beteiligen an der Machbarkeit von Lösungen, wird wahrscheinlich an diesem Mofa-Effekt scheitern, eine schlechte Entscheidung treffen, vielleicht irgendetwas anschaffen, was angepasst ist auf das heutige Erleben seiner Mitarbeiter und er verzichtet dann auf einen entscheidenden Innovationsschub. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal, also auch diese Beispiele nochmal zusammenfassen, was ist das Fazit, das Sie daraus ziehen? Mein Fazit ist, dass Compliance dabei helfen soll, Bestechlichkeit und Bestechungen und Fehlverhalten in der Wirtschaft abzustellen. Und dass wir aber mit einer sicheren Hand nicht zu viele selbstgängige Regelwerke schaffen sollten, weil sonst landen wir bei richtigen Entscheidungen, die dann aber leider falsch sind. Wir landen nicht da, wo wir eigentlich hin möchten. Das ist richtig. Was kann denn jemand tun, wenn er mehr von Ihnen hören möchte? Da gibt es doch verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen jederzeit gerne die Vortragsfolien anfordern. Und das finden Sie auf der URL, ich glaube, sie wird gerade eingeblendet, folien.visionselling.de. Und Sie sehen, da hat also jemand eine entscheidende Markenbildungsstrategie verfolgt. Da hat eine Agentur viel Geld dafür verlangt. news.visionselling.de, da finden Sie meinen Newsletter, Blog, gleichnamig, den Blog und wenn Sie es lieber hören, auch den Podcast.
Dann danke ich sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, halten Sie sich auch manchmal mehr an Ihre Intuition. Sie liegen oft gar nicht so falsch. Und in diesem Sinne genießen Sie noch Ihren Tag und auf Wiedersehen.